Wunder dich schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen, vom Universum Bremen. Hallo Christine. Hallo Peer. Christine, hast du Lust, mit mir über ein Wunder zu reden? Naja, es kommt immer so ein bisschen auf das Wunder an, aber grundsätzlich finde ich Wunder schon ziemlich gut. Ich glaube, deine Skepsis ist unbegründet. Wir hören mal rein. Mich wundert es, dass die Menschen früher Musik erfunden haben oder auch Musik gespielt haben, obwohl es ihnen nicht zum Überleben diente. Wir reden also heute über Musik. Hanna möchte wissen, warum haben wir Menschen eigentlich Musik entwickelt und erfreuen uns daran, obwohl es nicht zum Überleben dient. Aber bevor wir darüber reden, würde ich sagen, hören wir uns mal Musik an. Hier kommt ein sehr bekanntes Stück des Komponisten John Cage. Ich glaube, er ist Amerikaner gewesen. Wir hören mal rein. Es heißt 4 Minuten 33. Lehn dich zurück. Ein kurzer Einschub für euch Hörerinnen und Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, so klingt das Stück von 1952. 4 Minuten 33 Sekunden lang Stille, daher auch der Name 4:33. Christine und ich haben uns das natürlich komplett angehört und ihr könnt das ja auch mal machen, wenn ihr mal die Zeit und die Muße dafür habt. So, ich gebe zurück ins Podcast-Studio. Das bringt mich dann wirklich schnell zur Frage, Christine, gibt es eigentlich eine offizielle Definition, was Musik ist? Ja. Die gibt es wohl. Wahrscheinlich gibt es sogar mehrere Definitionen, ist ja in der Wissenschaft oft so. Ich habe mal eine rausgesucht und die verlese ich jetzt mal. Obacht. Musik ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen, deren Sinn und Zweck das Hervorrufen von Empfindungen ist. Zu ihrer Erzeugung wird akustisches Material wie Töne, Klänge und Geräusche innerhalb des für Menschen hörbaren Bereichs geordnet. Da lasse ich doch mal großzügig John Cages 4 Minuten 33 drunter fallen, obwohl es eigentlich nur Stille war. Aber streng genommen wäre es dann keine Musik. Oder ist es irgendwie Antimusik? Auf jeden Fall wahrscheinlich Kunst. Einigen wir uns auf Kunst. Christine, machen wir Menschen eigentlich schon immer Musik? Naja, ich glaube ja. Also es kommt so ein bisschen darauf an, was bedeutet, machen wir immer Musik? Also wenn man darunter versteht, machen wir schon immer ein Symphonieorchester oder sowas, dann eher nicht. Aber tatsächlich hat sich die Musik parallel zur Sprache und zum aufrechten Gang entwickelt. Mhm. Und das ist eigentlich total spannend. Wärst du jetzt eine Affenmutter, dann hättest du dein Baby ganz dicht bei dir. Ne? Das wird sich am Fell festkrallen. Und der Mensch hat dann im Laufe seiner Stammesgeschichte das Fell verloren und die Babys wurden abgelegt, war nicht mehr so dicht an der Mutter und dann musste man irgendetwas machen, um sie zu beruhigen. Mhm. Und offensichtlich ist es in allen Kulturen dieser Welt so, dass dieser Babygesang, dieses Wiegenliedartige, schon immer da war oder sich sehr früh entwickelt hat und überall gleich ist. Also es ist einfach sehr alt und es wurde irgendwie nicht im Sinne erfunden. Das heißt, wir machen Töne und Musik, um mit unserem Nachwuchs zu kommunizieren? Naja, um richtig mit ihm zu kommunizieren, ist, glaube ich, dann in dem Sinne die Sprache eher wichtig, aber um so eine Bindung zu erzeugen. Also nicht nur mit unserem Nachwuchs und in unserer Familie, aber auch wahrscheinlich in unserem Stamm, in unserem Fußballclub machst du Fangesänge. Im Chor fühlst du dich super, weil du gemeinsam musizierst. Also Musik hat was unglaublich Bindendes, also stärkt wahnsinnig den Zusammenhalt. Und das ist natürlich von Vorteil für eine Gemeinschaft, die sich auf bestimmte Dinge verständigen muss und sich auch gegen möglicherweise Angriffe von außen wehren muss. Du hast ja gerade eben gesagt, als wir unser Fell verloren haben sozusagen, ja, haben wir angefangen, Wiegenlieder zum Beispiel zu komponieren, zu singen. Das heißt, wir machen schon echt lange Musik. Würdest du sagen, seit wir uns als Menschen begreifen, machen wir Musik? Ist das vielleicht der Ursprung unseres Menschwerdens? Ja, das hört sich so wahnsinnig dramatisch an und das ist, das hört sich so zielgerichtet an. Ich glaube, das ist eben entstanden, das ist jetzt eine sehr biologische Sichtweise, weil es für die Menschen von Vorteil war. Also aus dem gleichen Grund machen ja auch Tiere Geräusche oder Musik, weil es für sie von Vorteil ist. Also die Antwort auf die Frage, warum, lautet in der Biologie meistens
ja, war ein evolutionärer Vorteil. Hat irgendwie besser geklappt mit Musik. Machen wir denn auch schon zeitgleich mit der ersten Musik Musikinstrumente? Also ich nehme mal an, dass das Singen viel früher war als die ersten Musikinstrumente. Das älteste jemals gefundene Musikinstrument ist 35.000 Jahre alt und ist eine Flöte aus einem Vogelknochen, der auf der Schwäbischen Alb gefunden wurde. Nun ist es natürlich so, es kann auch viel ältere Musikinstrumente schon geben. Ich habe immer gedacht, das müssten eigentlich Trommeln sein. Aber vielleicht hat man die nicht gefunden oder die sind verrottet oder so. Aber das ist einfach das Älteste. Das Älteste, was wir gefunden haben. Ja, das bisher. Älteste, was wir gefunden haben, klar. Warum denn machen wir denn jetzt eigentlich Musik? Was soll das? Es ist einfach schön. Naja, man hat herausgefunden, wenn man Musik hört, also Musik hört, die einem gefällt, dann wird man glücklicher. Also im Körper werden dann Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet, die Wohlbefinden erzeugen. Also von daher macht es Spaß, Musik zu hören, das macht einen glücklicher, wenn einem die Musik gefällt. Und das entscheidet man innerhalb von Sekundenbruchteilen, ob das deine Musik ist oder eben du diese Musik ganz schrecklich findest. Also ist Musik irgendwie auch kulturell unterschiedlich? Das, was ich als Mitteleuropäer als Musik empfinde, ist vielleicht für jemanden aus Asien was anderes. Ja, das ist ganz bestimmt so, weil dein Musikgeschmack viel mit deiner Sozialisation zusammenhängt, also da, wo du aufgewachsen bist, welche Musik du in deiner Kindheit gehört hast, deine Eltern gehört haben, deine Freunde gehört haben. Aber grundsätzlich gibt es wohl überall auf der Welt sowas wie Wiegenlieder. Es gibt überall auf der Welt sowas wie Kriegslieder. Die sind dann, oder Kriegsrhythmen oder sowas, die sind dann überall gleich. Lustigerweise sind Liebeslieder unterschiedlich. Ausgerechnet Liebeslieder sind unterschiedlich. Warum, weiß ich nicht, aber da scheiden sich wohl die Geister. Ist denn das eigentlich so, dass nur wir Menschen Musik toll finden? Oder gibt es auch Tiere, die zum Beispiel gefallen haben an Beethoven oder Schubert? Nein, das sind irgendwie, glaube ich, nicht unbedingt die Lieblingslieder der Tiere. Aber natürlich gibt es Tiere, für die Musik super, super, super wichtig ist. Also denk einfach an die Singvögel. Ah. Weißt du, für die ist es ja total wichtig, gut zu sein, damit sie sagen können, hey, ich bin der Größte, der Schönste, kann am besten singen, kann mein Revier super verteidigen und bin einfach ein cooler Hering dafür Nachwuchs zu produzieren. Aber ist das dann für die auch Musik oder ist das für die nur eine Art des Miteinanderredens und nur wir Menschen hören das als Musik? Na, das ist so ein bisschen die Frage, ob Vögel Bewusstsein für Musik haben. Das wahrscheinlich nicht, aber das können sie dir ja auch nicht sagen, aber tatsächlich gibt es Vögel, die komponieren auch, also die schaffen quasi eigene Werke. Kanarienvögel machen auch immer was Eigenes. Die flöten nicht nur das hinterher, was Papa, ne? Papa flötet ihnen das vor, sondern die komponieren auch selber, in der Jugend mehr als im Alter. Ist denn Musikalität eigentlich angeboren? Also haben wir das von Anfang an, wenn wir auf die Welt kommen, ein Faible für Musik? Ja, das scheint so zu sein. Also so Säuglingsforschung hat wohl ergeben, dass Säuglinge Musik bevorzugen und irgendwie auch Rhythmus gerne mögen. Das ist aber ja noch ein bisschen eine andere Frage als die Frage, ob man von Geburt an musikalisch ist. Also da gibt es auch ganz viele Definitionen darüber, was ist eigentlich musikalisch. Höre ich falsche Töne? Kann ich komponieren? Also das ist ja ein weites Feld. Und auch da ist es nicht so einfach, das rauszufinden. Also kannst du natürlich sagen, wenn du aus einer hochmusikalischen Familie kommst, dann bist du natürlich auch sehr viel von Musik umgeben und alle reden über Musik und es ist völlig normal, dass du ein Instrument spielst. Das kann man eigentlich fairerweise nicht mit jemandem vergleichen, der nicht aus so einer Familie kommt. Aber es gibt Hinweise aus Zwillingsforschung, also von eineigen Zwillingen, die genetisch identisch sind, dass es da wohl tatsächlich eine Vererbbarkeit gibt, mindestens in Bezug auf die Fähigkeit, Fehltöne wahrzunehmen. Also das ist jetzt sehr eingeschränkt, ne? Aber so ist Wissenschaft eben. Hanna wundert sich ja, dass wir Musik machen, ohne dass wir es zum Überleben brauchen. Aber das stimmt gar nicht so richtig, wenn ich dich richtig verstanden habe, ne? Ja, eigentlich ist das eine super Frage von Hanna. Man betrachtet sie nur von hinten.
Also wenn man sagt, überall auf der Welt gibt es Musik, also alle Menschen lieben das, alle Kulturen machen irgendwie Musik, dann fragt man eher andersrum, wenn alle Musik ausüben, machen, die schön finden, dann muss es doch einen Grund geben, warum sie da ist. Und dann fängt man eben an, nach rückwärts zu gehen und stellt irgendwie fest, und Gehirnforschung zu machen und alles Mögliche, und stellt fest, boah, das ist schon ganz schön wichtig für uns, weil das eben uns glücklich macht, die Bindung stärkt, wichtig war, in schwierige Zeiten durchzuhalten, Kriege zu überstehen gemeinsam, so in die Richtung, ne? Also einfach eine Gemeinschaft zu schaffen, und das war total überlebenswichtig, weil zusammen ist man stärker als allein. Was hörst du denn eigentlich für Musik gerne? Na, ich bin auch so ein klassischer Fall von mein Musikgeschmack, wenn man dann überhaupt das so nennen kann, wurde in meiner Jugend geprägt, durch Freunde geprägt. Ich höre am liebsten so Garagenrock. Garagenrock? Naja, mit nicht so vielen Instrumenten, ne? Gesang, Schlagzeug, Bass, Gitarre, fertig. Ich mag zum Beispiel gerne laute Bässe. Je arrhythmischer, desto besser. Im Schön Ernst? Laut einfach muss es sein. Ja. Da kann ich am besten arbeiten, da kann ich am besten entspannen und so weiter und so fort. Warum ist denn das so unterschiedlich? Warum hörst du zum Beispiel gerne Harmonien, Melodien, und mir reichen einfach stampfende Trommeln? Ja, das hat damit zu tun, wie man sozialisiert wurde oder vielleicht sich selber auch sozialisiert hat, auch ein bisschen was damit zu tun, ob man sich vielleicht abgrenzen möchte. Also ganz klassisch ist es ja, wenn man so in der Pubertät ist, Jugendlicher, Jugendliche, dass man sich von den Eltern, von der vorher gehörten Musik abgrenzen möchte, aber auch In-Groups zu bilden, also diese Gruppe hört nur gerne Jazz oder vielleicht atonale Musik. Das sind viele Gründe, aber in der Regel wird der Musikgeschmack in der Pubertät, in der Jugend gefestigt. Aber klar, man kann sich, der Mensch kann ja immer weiter lernen, man kann sich auch immer noch auf musikalische Reisen begeben und versuchen, andere Musiken kennenzulernen und auch zu genießen. Liebe Christine, vielen Dank für die Erläuterung dieses Wunders. Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Ebenso, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben, wunder@universum-bremen.de.